Hallo und herzlich willkommen zu meinem Abnehm-Update im Juni. Das ist quasi das Update für den Monat Mai. Und damit fange ich auch erstmal an zu erzählen, wie der Mai war. Was ich im Mai so sportlich gemacht habe, das könnt ihr ja nochmal anschauen im letzten Update, das ich euch nochmal verlinke. Und ihr wisst auch, dass ich mich immer am 1. jedes Monats vermesse und auch wiege. Und das habe ich natürlich auch am 1. Juni gemacht, um zu sehen, was der Mai so gebracht hat. Und eigentlich war ich guter Dinge, bis ich dann das Maßband angesetzt habe und gar nichts passiert ist. Gar nichts. Ich glaube, lasst mich kurz schauen. Irgendwo hatte ich ein paar Zentimeter weniger. Genau, am Po. Am Po hatte ich 3 Zentimeter weniger und das war's. Sonst sind die Maße alle gleich geblieben. Dann dachte ich schon, okay, aber wenigstens am Gewicht wird sich was getan haben. So 2, 3 Kilo wirst du den Monat schon geschafft haben. Ich habe mich auf die Waage gestellt und es war 1 Kilo mehr. Ich war so down, ich war so deprimiert, ich war so traurig, ich war so fertig. Und dann habe ich den Fehler gemacht, mich auch mal nackt im Spiegel anzusehen. Und es war einfach nur so furchtbar. So schrecklich, schrecklich furchtbar. Ich kann ganz offen und ehrlich sagen, ich war in meinem Leben noch nie so dick und so schwer, aus einer Schwangerschaft natürlich, wie jetzt. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, so hässlich gefühlt, wie so ein Elefant. Also ihr müsst euch mal reinziehen, nicht mal meine Sportklamotten passen mir. Also ich ziehe im Moment Sporthosen von Manu an. Die Klamotten sind wirklich ein echtes Problem. Also ihr wisst alle, was wir im Moment für Temperaturen haben. Und ich habe immer eine schwarze Leggings an, egal wie warm es ist, um diese Elefantenbeine zu verstecken. Ich muss immer schauen, dass ich irgendwas anhabe, was den Bauch einigermaßen kaschiert. Ich habe immer irgendwas Langärmliches an. Jetzt gerade nicht, weil ihr meine Oberarme nicht von der Seite sehen müsst. Aber ich habe immer irgendwas Langärmliches an, einfach um meine Oberarme auch zu verstecken. Und es ist natürlich so, so warm. Man hat nicht viel Auswahl. Man hat so viele tolle Klamotten im Schrank, die man nicht anziehen kann. Und das war so demotivierend. Und ich war so fertig auch die Tage. Und dann habe ich auch noch eine Oma, die da kein Blatt vor den Mund nimmt. Also meine Oma hatte mich schon im Krankenhaus besucht, als ich glaube, da war Svea 2 Tage alt und hat mich gefragt, ob ich noch ein Kind kriege, weil ich halt noch so dick war. Und ich hatte das dann, glaube ich, seit ich zu Hause bin, noch 3 Mal oder so, dass meine Oma mich ganz unverblümt auf meinen Bauch und meine anderen Fettmassen ansprach. Wie schlimm das aussieht, sie hat wirklich dieses Wort verwendet, wie schlimm das doch aussieht und warum das bei mir so ist, bei anderen Frauen wäre das doch nicht so und ja, tralala. Und das zieht einen schon runter. Also das ist schon nicht schön. Muss ich mich immer wieder von Manu aufbauen lassen, der mir sagt, er nimmt mich auch so. Aber ich möchte so nicht genommen werden. Ich möchte ja schlanker wieder werden. Und das war schon sehr, sehr... Erstmal die ersten Tage war ich wirklich down, als ich gesehen habe, es hat sich gar nicht getan. Gar nichts getan. Und dann bin ich aber froh, dass sich das Ganze wieder in Motivation umgekehrt hat. Dann habe ich gesagt, gut, dann musst du jetzt die radikalen Sportmaßnahmen angehen und mit 30-Day-Shred anfangen. Worauf ich mich ja auch gefreut hatte, aber ich war mir halt unsicher. Ich war dann, als ich mit 30-Day-Shred angefangen hatte, war die Geburt 11 Wochen her. Da habe ich schon gesagt, ja gut, kann man vielleicht machen. Und ich habe halt meine Ernährung nochmal überprüft und dann nochmal einige Verbesserungen vorgenommen. Ich habe zu Manu gesagt, ich kaufe mir nur noch meine Süßigkeiten, was heißt dunkle Schokolade zum Beispiel. Wenn du Süßigkeiten haben willst, kauf sie dir selbst und räume sie irgendwo hin, wo ich sie nicht sehe, wo ich sie nicht finde. Weil wenn sie da sind, esse ich sie. Das hat gut geklappt. Da freue ich mich sehr. Dann, ich habe halt erst gesagt, nein, Low Carb machst du nicht, das schaffst du nicht und das willst du nicht. Aber ich versuche jetzt doch wieder am Abend die Kohlenhydrate komplett wegzulassen. Oder wenn ich weiß, ich esse am Abend Kohlenhydrate, dass ich sie Mittag nicht esse. Und es klappt auch bisher sehr, sehr gut. Mal schauen, wie lange ich das durchhalte. Aber ich hoffe, dass dadurch ein bisschen Gewicht runtergeht. Und dann habe ich halt noch so ein paar Leute gefragt, von denen ich weiß, die kennen sich mit Ernährung und Sport aus, was sie noch so für Tipps haben. Zum einen habe ich mich mit an Detox-Wasser versucht. Trinke jetzt mehrmals die Woche ein Glas Detox-Wasser zur Entgiftung. Da seht ihr dann gleich auch nochmal ein paar Szenen eingeblendet. Und ich habe mir sagen lassen, was gut ist, ist eine Zitrone auspressen und mit lauwarmem Wasser zu trinken. Und das mache ich jetzt auch immer früh morgens. Auch wenn es dann, wenn man so die letzten Schlucke trinkt, ist es wirklich zum Schütteln, aber ich mache es. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, mit 30-Day-Shred angefangen. Ich war dann sogar so weit, es hat mir mega viel Spaß gemacht, wirklich, ich liebe dieses Programm. Ich habe das davor schon
zweimal komplett gemacht, hatte auch damals nach Vince Geburt damit angefangen und habe wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse damit erzielt. Man fühlt sich gut. Das macht unglaublich Spaß. Es ist sehr, sehr motivierend, wirklich mega. Ich habe damals auch ein Video darüber gedreht, über das 30-Day-Shred-Programm. Wer das nicht kennt, dem verlinke ich das Video nochmal unten in der Infobox. Könnt ihr euch nochmal ansehen, wie das Ganze funktioniert und was das ist. Und mir hat es auch nach wie vor jetzt auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ich war auch erstaunt. Ich dachte erst, boah, du wirst sterben. Dein Fitnesslevel ist auf null. Es wird gar nicht gehen. Ich war erstaunt. Ich bin sehr, 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 sehr gut mitgekommen. Wirklich. Ich musste mich gar nicht so sehr quälen. Das hat mir sehr gefallen und hat mich natürlich noch zusätzlich motiviert. So, und dann dachte ich, na gut, eine Einheit Sport am Tag, damit kommst du nicht weit. Du willst ja schnell Gewicht verlieren, machst du zwei Einheiten Sport am Tag. Und dann fingen die Diskussionen an. Denn Manu sagte, Jule, das funktioniert so nicht. Du machst dich kaputt, du machst deinen Körper kaputt. Mach das nicht, hör auf damit. Und ich habe gesagt, ja, aber das 30-Day-Shred-Programm ist ja angelegt, dass man 30 Tage am Stück Sport macht, ohne einen Rest-Day. Und er sagt, ja, wenn du deinen Körper auf lange Sicht kaputt machen willst, dann mach das ruhig so. Aber er hat gesagt, er empfiehlt mir 3 Tage die Woche Sport und dann erstmal nur Muskelaufbau. Und er sagt, du musst dich auch nicht wundern, dass du Gewicht zugenommen hast. Du hast ja Muskeln aufgebaut und Muskeln sind prinzipiell schwerer als Fett. Und er sagte auch, erstmal 3 Tage die Woche trainieren, Muskelaufbau. Immer auf eine Muskelgruppe konzentrieren. Und dann später kannst du dann Ausdauer dazu nehmen. Wenn nämlich dann die Muskeln anfangen, das Fett zu verbrennen, wenn es dann auf der Waage kippt und du abnimmst, dann noch Ausdauertraining dazu. Da war mir so unsicher. Ich habe selbst nicht so viel Ahnung davon. Und ich war mir so unsicher, was ich nun richtig mache. Also habe ich noch zwei Freundinnen gefragt. Die eine sagte auch, zweimal die Woche Sport reicht und dann bring deine Muskeln zur Erschöpfung. Und ich dachte, boah, wie soll ich meine Muskeln zur Erschöpfung bringen? Ich habe allerhöchstens immer so 30 Minuten am Stück Zeit zu trainieren und keine 1,5 Stunden. Wieder eine andere Freundin sagte auch, ja, mach dreimal die Woche Kraft und zweimal die Woche Ausdauer, aber achte auf deinen Körper, mach nicht so viel, iss ordentlich, hör auf, wenn dein Körper sagt, hör auf. Und ich war so, ich wollte doch aber abnehmen, ich wollte trainieren, ich wollte, 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 wollte und ich wusste nicht, wie ich es richtig mache. Und zum Glück, zum richtigen Zeitpunkt wirklich auch, habe ich dann die Möglichkeit bekommen, das Sportprogramm The Body für euch zu testen. Das geht 9 Wochen lang und man hat da eine sehr schöne Betreuung. Bei Fragen kann man sich dann immer an seinen Coach wenden und ich dachte, das ist jetzt genau das Richtige. Ich weiß nicht, wie ich am effektivsten im Moment trainiere, also hole ich mir doch Hilfe. Und deswegen werde ich jetzt die nächsten 9 Wochen für euch The Body testen. Ich verlinke euch das schon mal unten in der Infobox. In diesem heutigen Video werde ich euch nur ein bisschen allgemein über das Programm erzählen. Im nächsten Video seht ihr dann schon, da bewerte ich dann schon die erste Hälfte des Programms. Da kann ich euch dann sagen, wie das Ganze wirklich läuft, wie zufrieden ich bin. Und dann wiederum einen Monat später gebe ich euch dann ein Fazit, sage euch, was ich abgenommen habe, was ich an Umfang verloren habe, wie es mir Spaß gemacht hat. Also ich habe gestern schon mal so ein bisschen geguckt, da waren halt auch so Transformationsbilder auf der Seite und da haben halt Leute 8 Kilo abgenommen, 9 Kilo abgenommen, 12 Kilo abgenommen. Die Frage ist halt nur, ob das in den 9 Wochen geschehen ist oder in 27 Wochen. Denn wenn man dieses 9-Wochen-Programm kauft, bekommt man aber einen Zugang für 27 Wochen. Und da weiß ich jetzt nicht, in welchem Zeitraum die Frauen dort dieses Gewicht verloren haben. Ich habe mir aber ein paar Notizen zu dem Programm gemacht und ich möchte euch jetzt noch ein bisschen was zu The Body erzählen. Also, The Body ist ein ganzheitliches Online-Coaching. Man hat dann eine persönliche Betreuung. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das läuft. Es soll auch sehr, sehr individuell an die also an die persönlichen Ziele angelegt sein. Und meine Ziele sind ja wirklich, kürzester Zeit viel abzunehmen. Mal sehen. Man bekommt einen individuellen Ernährungs- und Fitnessplan. Da bin ich schon sehr gespannt. Fitness ist für mich kein Problem. Ich mache alles, was ihr mir sagt. Ernährung sieht da schon ganz anders aus. Ich bin so ein Typ, ich mag es nicht, wenn ich so einen Plan habe, du isst morgens das, mittags das, abends das. In den und den Mengen, du musst das abwiegen. Das ist so gar nichts für mich. Gar nichts, wirklich. Deswegen bin ich gespannt, wie individuell das ist, wie man das auf sich anpassen kann, ob ich mich damit anfreunden kann, wenn das wirklich so ein strikter Plan ist oder ob ich mir dann nur so Inspiration hole, was ich halt mal mittags oder mal abends esse.
Ich bin gespannt, wie das läuft. Also das wird so ein Punkt sein, ja, da bin ich selber sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall gibt es auf der Seite von The Body 100 Rezepte, 100 Videos und ganz viele Anleitungen und einen Motivation- und Achtsamkeitsplaner. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das aufgebaut ist, wie das Ganze aussieht. Auf jeden Fall ist das, soll das so ein ganzheitliches Programm sein für Körper, Geist und Seele. Und das ist auch was, wo ich dachte, ja, weil ich will ja nicht nur abnehmen, ich muss auch was für mich selber tun, weil ich im Endeffekt weiß ich eigentlich, dass ich noch Wochen, Monate mit diesem Körper umgehen muss, dass es einfach nicht so schnell geht, wie ich das gerne hätte. Und da brauche ich einfach jemanden, der mich da auch seelisch ein bisschen unterstützt, weil ich ekel mich manchmal so vor mir selbst und ich fühle mich so hässlich, das zieht mich so runter. Das ist nicht schön und das ist auch nicht förderlich. Und davon nimmt man auch nicht ab, wenn man sich selbst so sehr hasst. Das weiß ich selber. Und deswegen bin ich gespannt, was das Programm vielleicht auch so ein bisschen für den Kopf tun kann. Es ist sportwissenschaftlich fundiert, habe ich gelesen. Und was halt auch das Schöne ist, was mir auch sehr wichtig ist, es sind kurze, intensive Workouts. Ich schätze, es ist auch so HIIT, was ich ja sehr, 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 sehr gerne mache. Ist gerade für Mamas sehr, sehr gut. Wir haben nicht viel Zeit und in dieser Zeit wollen wir möglichst intensiv arbeiten. Und deswegen sind kurze, intensive Workouts immer sehr, 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 sehr gut. Bin gespannt, wie oft ich die Woche trainieren werde, ob nur einmal am Tag oder zweimal am Tag, wie das Ganze aufgebaut ist mit Krafttraining und Ausdauer. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich mega. Ich bin total motiviert. Das ist das Schöne. Und ich bin gespannt, was ich euch dann in einem Monat erzählen werde, wie die erste Hälfte jetzt so verlaufen ist. Also, ja, ich hoffe das Beste. Ich freue mich schon drauf. Ich habe aber jetzt nicht irgendwie so Hirngespinste, dass ich nach den 9 Wochen die 20 Kilo abgenommen habe, die ich verlieren möchte. Das ist nämlich mein Ziel, 20 Kilo abzunehmen. Ja, aber das werde ich bis zum Sommer nicht mehr schaffen. Im Grunde haben wir auch schon Sommer, aber ich würde gern wieder. Ich hab mich auch davon verabschiedet, ein Bikini anziehen zu können. Also das muss ich auch nicht haben. Aber wenigstens im Tankini möchte man doch einigermaßen aussehen. Und das geht im Moment weder mit meinen Oberarmen, weder mit meinen Unter- oder Oberschenkeln. Vom Bauch wollen wir gar nicht erst reden. Deswegen bin ich jetzt sehr motiviert. Ich freue mich auf die 9 Wochen. Und wie mein Plan dann nach den 9 Wochen aussieht, also es wird ja so bis Mitte August. Dann sind die 9 Wochen vorbei. Dann werde ich im August noch so ein bisschen mal da was machen. Also ich werde mich dann auf dem Kanal von Anne von Bodykiss inspirieren lassen und da ein paar Workouts machen, damit ich dann im September wieder so ein 30-Tage-Programm beginnen kann, nehme ich an. Das ist jetzt im Moment so mein Plan. Also dann würde ich halt Shred zum Beispiel nochmal machen oder gibt es auch noch andere Sachen, die ich gerne ausprobieren möchte. Aber das möchte ich auch in Abstimmung mit meinen neuen Coaches machen. Also wenn die 9 Wochen vorbei sind, möchte ich mich dann auch gern erstmal nochmal beraten lassen, was sie mir empfehlen, wie ich dann jetzt weitermache. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich denke auch, ich werde jetzt das erste Mal so Transformationsbilder machen. Das heißt, ich werde diesen entstellten Körper wirklich mal fotografieren und dann Vorher-Nachher-Bilder machen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ihr das angezogen seht oder ob ich mich ein bisschen nackig mache. Es kommt darauf an, wie mutig ich bin. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einen Daumen hoch. Schaut gerne mal in den Link in der Infobox und schaut euch schon mal ein paar Infos über das 9-Wochen-Programm von The Body an. Und ich werde euch dann nächsten Monat erzählen, wie so die ersten Wochen für mich gelaufen sind. Ich freue mich schon ganz doll. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss! Ich mache mir jetzt mein allererstes Detox-Wasser. Und zwar habe ich ja zwei Bücher und ich starte mal mit dem hier. Das ist von Sonia Lucano, Detox-Wasser, vitaminreich, aromatisch, biologisch aus dem Wassermann Verlag. Das verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich probiere heute als allererstes was ganz Einfaches mit Gurke und Minze. Ich habe mir nämlich gestern frisch Minze vom Markt geholt, also so eine Pflanze. Und Gurke hole ich sowieso immer vom Markt. Und ja, wir probieren das jetzt mal aus. Das muss dann in den Kühlschrank. Und das kann ich dann so heute Nachmittag, abends kann ich das dann trinken. Weil ich habe es gestern Abend verpasst. Normalerweise wird empfohlen, es abends zu machen, über Nacht im Kühlschrank zu lassen und dann zu trinken. Aber ich hatte sowieso überlegt, mir eigentlich zwei am Tag zu machen. Das heißt, am Vormittag eins für abends zu machen und abends eins für den nächsten Vormittag zu machen. Ja, wir starten jetzt also erstmal mit dem Gurke-Minze-Detox-Wasser. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ja, da kommt dann normalerweise noch der Trinkhalm rein, ne? Ich habe jetzt einfach nur die Gurkenscheiben rein, die Minze rein und mit Mineralwasser aufgefüllt. Und das kommt jetzt in den Kühlschrank und dann trinke ich das heute Abend. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt.
Ich möchte gerade meine Motivationsgeschenke einpacken. Also was ich einpacke, habt ihr ja gerade schon gesehen. Und je nach Größe, sage ich mal, stecke ich das an bestimmte... Oh, meine Haare sehen schrecklich aus. stecke ich das an bestimmte Ziele. Das können sowohl Gewichtsziele sein, Zentimeterangaben, jetzt zum Beispiel beim Bauchumfang. Das können aber auch zeitliche Ziele sein oder wenn ich ein Sportprogramm absolviert habe oder sowas. Ich verpacke das jetzt und schreibe das Ziel auf, was ich erreichen muss, um dieses Geschenk für mich in Empfang nehmen zu dürfen. Und dann zeige ich euch das nochmal. Ich wollte euch jetzt zeigen, an was für Ziele ich das Ganze gesetzt habe. Ich hatte ja so einen grauen Wickelrock von H&M, der sieht wirklich mega, mega toll aus. Aber es ist noch nicht so schick und noch nicht so bequem, weil meine Oberschenkel noch ganz schön dick sind. Deswegen habe ich das an einen Oberschenkelumfang angelehnt. Also wenn ich diesen Umfang erreicht habe, dann beschenke ich mich selber mit diesem Rock. Dann, das war gerade schwer, dann habe ich einen H&M-Gutschein. Den schenke ich mir selber, wenn ich das 30-Day-Shred-Programm absolviert habe. Das ist ein neuer Eyeliner. Den schenke ich mir, wenn ich 2 Kilo abgenommen habe. Dann habe ich hier einmal so einen Bilou-Duschschaum. Den schenke ich mir, wenn ich 4 Kilo abgenommen habe. Den anderen Schaum schenke ich mir, das hört sich an, schenke ich mir, wenn ich das Alexa Jean Fitness Programm absolviert habe, was ich nach Shred ja mache. Und das Duschbad schenke ich mir, wenn ich einen gewissen Bauchumfang erreicht habe. Das sind alles nur ganz kleine Geschenke, es soll halt nichts Großes sein. Aber ich habe überlegt, das werde ich aber wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich das dann an ein Gewicht hänge, was ich erreichen möchte. Mal so eine richtig ausgiebige Massage. Also auch ein bisschen was, ein teureres Geschenk. Ich denke, das werde ich an einen gewissen Kilozahl wahrscheinlich hängen. Aber das sind erstmal so die ersten Geschenke und da werden dann immer wieder welche dazukommen. Aber ich finde das eine ganz süße Idee. Ich hatte das bei jemandem auf Instagram gesehen und dachte, das ist ein toller Motivationsschub einfach, sich dann selbst halt auch bei kleinen Zielen dann zu beschenken. Also ich trinke jetzt hier mein fancy Wasser jetzt zum ersten Mal. Schmeckt gut. Also die Gurke schmeckt man sehr stark raus. Die Minze gar nicht so. Kohlensäure ist jetzt nicht mehr ganz so viel drin, aber man schmeckt extrem die Gurke raus. Hätte ich gar nicht erwartet. Kann ich mir bei richtig knalligen Temperaturen von 30 Grad mega gut vorstellen. Also es schmeckt auf jeden Fall, aber es könnte ein bisschen mehr Geschmack sein. Ich werde mal gucken, was ich als nächstes ausprobiere. Aber das war schon mal echt gut. Ich trinke heute zum ersten Mal diesen Shake Awake. Das hatte ich ja im Rewe gekauft. Das ist von Rosie's. Shake Awake, an Instant Delicious Breakfast mit Bananengeschmack. Und das soll jetzt mein Frühstück ersetzen. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von Shakes, die Mahlzeiten ersetzen und so. Aber es müssen jetzt endlich ein paar Kilos runter. Und heute habe ich sowieso gerade keine Zeit zum Frühstücken, weil es wäre heute sehr zeitig wach war. Und deswegen probiere ich das jetzt mal. Schmeckt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Es hat extrem stark nach Banane gerochen, aber es schmeckt gar nicht so stark danach, ist auch überhaupt nicht süß. Es hat so ein bisschen eine körnige Konsistenz, kann man nicht sagen, aber das ist durch den Hafer, der hier drin ist. Und ich schätze mal, der sollte auch das Sättigungsgefühl machen. Ich hätte hier noch Chiasamen reinmachen sollen. Na, jetzt ist es zu spät. Also man merkt den Hafer und so, aber das finde ich nicht schlimm. Also schmeckt auf jeden Fall. Bin jetzt gespannt, ob es mich bis zum Mittagessen satt hält. Es ist jetzt 9 Uhr. Und ich sage euch dann mal, wann ich wieder Hunger bekomme. Also nach 2,5 Stunden war es dann echt grenzwertig und ich musste unbedingt was essen. Also so ein Shake ist, es geht mal, aber jeden Tag könnte ich es nicht. Also ist das nicht wirklich eine Methode für mich, um abzunehmen.